Hallihallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen, ne? Zum heutigen Part. So. Wollte gerade sagen, veralber mich nicht, da ist ein Mensch. Hab noch einen gerettet. So, einer fehlt noch in der Stadt. Und wer weiß, wie viele Mimans übersehen wurden. Ich gucke ja schon überall nach, ne? Wo ich nachgucken kann. Aber am Ende wird er mir sagen, hey, du hast hier trotzdem 4, 5 Mimans vergessen. Weil am Ende wartet ja irgendwer, den man hier die Infos dazu abkaufen kann. Erstmal unter der Brücke hier gucken. Das Gebiet geht recht weit. Aber die Abszesse ist auch ziemlich nah. Ich würde tatsächlich erstmal gerne die Abszesse vernichten. Einfach auch, damit ich mehr sehe. Die sollte laut Karte direkt hier ums Eck sein. Was bist du? Zum Geier noch eins. Okay. Da ist der Mensch. Und hier ums Eck müsste die Abszesse sein. Ja, die mache ich jetzt zuerst fertig. Komm her, lass boxen! Frosties! Ihr seid bestimmt schwach gegen Feuer. Da brauche ich nicht mal gucken. Ja, Jack Frost ist schwach gegen Feuer, war klar. Aber ich könnte auch gucken, weil es ist ja eigentlich ein unheiliges Wesen. Deswegen wollte ich gucken, ob das auch stark dagegen ist. Ja, du willst mir nichts nützen. Das sind... Hallo? Das sind Frosties. Ich brauche Feuer. So, Marabi. Mahama. Einfach nur die Mars. Marzio. Was kann die Frau noch mal sonst so? Und ich habe vergessen, Heilige können bei mir jetzt was, ne? Ich habe aber niemanden, der heilig ist, tatsächlich im Team. Aber was ich gucken kann... Omagatoki... Ja, dass meine Skills alle weniger kosten. Brauche ich nicht, wir nehmen einmal kritisch. Weil ich denke mal, woanders werde ich es jetzt momentan nicht benutzen. Ich werde noch Aramasa einsetzen, keine Sorge. So, ich gehe jetzt auf Agi, weil das mehr Sinn macht. Tauschen gegen Aidwaras. Auch wenn er jetzt nicht den Bonus hat. So, Maragi. So, mit Aramasa sollte ich den rechten zumindest finishen können. Ich liebe diesen Angriff. Alter, tschüss. Ja, und der ist jetzt auch weg. Wenn ihr gut genug trainiert, dann könnt ihr die halt insta-finishen. So, welche Techniken kriege ich jetzt? Feuermeister, dämonische Führung, Erkenntnis der Dinge. Das Schöne ist, von den Meistertechniken habe ich bisher nicht eine einzige. Ja, Erkenntnis der Dinge und dämonische Führung klingt interessant. Wenn ich rausfinde, was das ist.
Also, kann mir vorstellen, dass das gute Techniken sind. So, den Weg kann ich mich eh zurückporten, weil hier war offenbar wirklich nur die Abszesse. Dann gucken wir jetzt endlich mal in der Welt der Schatten, wofür ich meine Punkte ausgebe. So, neue Wunder. Gucken wir uns natürlich an. Erkenntnis der Dinge. Gibt deinen Dämonen im Kampf die Fähigkeit, Items einzusetzen. Okay, finde ich gut. Dann können die auch die Items einsetzen, wie zum Beispiel Heil-Items. Bin ich für. Erhöht die Menge an Erfahrung, die Dämonen in deinem Inventar nach einem Kampf erhalten. Ist einfach nur gut, wenn man leveln will. Ja, und von den Meistertechniken habe ich bisher halt noch keine einzige, ne? Dafür kriege ich einfach immer zu wenig Glorie. Aber hey, wenigstens sehe ich jetzt hier endlich die Karte. Es würde hier rechts weitergehen. Da oben, da ist safe noch ein Miemann. Da oben bin ich mal nicht rumspaziert. Da wird höchstwahrscheinlich kein Miemann mehr sein. Da oben könnte noch einer sein. Ja, und da sind halt noch ein paar Kristalle, die ich einsammeln kann. Ja, jetzt kann ich hier erstmal oben noch weiter erkunden. Weil ich will auf die Brücke auf jeden Fall. Das habe ich gesehen. Ich will auf jeden Fall nochmal auf die Brücke. So, hier war ich mal noch nicht lang gegangen. Hier ist aber auch nur der Mensch, den man retten soll. Ach komm, einfach damit du in Sicherheit bist. Dann habe ich dich auch von der Liste. Du bist in Dart. Wow, richtig viel Erfahrung. Und eine Leana Ziffer-Essenz erhalten. Okay. Da wird der nächste Mensch zu finden sein, ist auch klar. In die Richtung muss ich ja. Ja, komplett am Ende dieser Welt, sage ich dir jetzt schon. Ja, ich will auf jeden Fall die Kisten erstmal, ne? Aber vorher brauche ich erstmal meine Superparty wieder. Okay, komme ich von hier aus auf die Brücke irgendwie? Nö, ich glaube, dafür muss ich einmal komplett ans Ende. Weil von der einen Seite ging es nämlich. Da unten sind nur Onis. Da muss ich auch nicht mehr hin. Jo, ich muss bis ans Ende einmal dafür. Da unten ist noch ein Automat, da war ich offenbar noch nicht. Hier in der Ecke. Also gucke ich auch mal lang. Vielleicht ist hier ein Miemann. Nein, hier ist keiner. Wir sehen uns da hinten. So, Leute, hier hinten war offenbar noch Miemann, den ich übersehen habe. Und da unten ist zwar ein Mitama, aber ich habe jetzt nicht vor, da runter zu springen, weil. Obwohl. Ach komm, ich meine fertig und ich muss den ganzen Weg halt normal laufen. Komm her. Oh, das ist mehr als ein Mitama. Ja, da muss ich auf Gruppenangriffe gehen. Und einfach drauf loshoffen. Nope. Aber ich meine mal Hammerglück. Nö. Nicht jeder flieht bedingt. Ein paar könnten tatsächlich bleiben. Komm, wenigstens einer. Ja,
Ja, weil es bringt mir nichts zu scannen, wenn da mehrere Mitamas sind, weil sie können unterschiedliche Resistenzen haben. Ja, wir sehen uns dann jetzt da oben wieder. So, Leute. Hier bin ich jetzt und hol mir erstmal das hier. Eine Rakshaka-Essenz. Weiß jetzt nicht, ob das so gut ist. Ich weiß ja nicht, ob der Rakshaka jetzt wirklich nützlich ist oder nicht. So, ich gucke jetzt erstmal hier oben alles ab. Weil ich habe nicht wirklich Lust, den ganzen Weg nochmal hier hoch zu klettern. Danach hole ich mir gerne noch die Kiste da unten. Okay, da ist eine Kiste. Und möglicherweise auch ein Miemann in der Nähe. Ja, hier hinter wahrscheinlich. Manchmal sind sie offensichtlich. Nur ein dunkler Ozean, was meinst du? Dann ein schöner See. Da hängt eine Stadt in der Luft. Okay, weiter. Jetzt kann ich hier runterspringen. Aber vorher... Okay, da ist kein Miemann. Ich kann runter. Ich will aber vorher noch die Kiste da hinten holen. Bevor ich hier in die richtige Richtung weiterlaufe. Der hat die Nase voll von Lamu. Okay. Ich will ihn auch verdreschen. Auch der Beweglichkeit. Nice, ich werde schneller. Ich habe auch sehr viel, was ich ausgeben muss. Du baust mir Leben. Und am besten dann noch gleich Beweglichkeit. Und Glück braucht die Frau hier. Oh, ging das nur von oben, oder wie? Und die Kiste war auch oben. Mehr oder weniger. Ach, come on. Ich hole die Ostqueen. Ich habe darauf jetzt keine Lust. Und da oben gucke ich auch Ostqueen, ob ich irgendwie da hinkomme. Wir machen jetzt mit der Story weiter. Okay, hier soll er irgendwo sein. Wo ist er jetzt? Weiter weg. Da ist ein Miemann. Wieder ein bisschen Glorie. So. Ich müsste mir aber ehrlich gesagt auch wirklich mal diese Meisterfähigkeiten holen. Okay. Sie wurde beeinflusst. Wir tun das nur für sie. Ein Chakra-Tropfen und zwei komische Viecher. So ein länglicher Hund. Den hat man aber richtig lang gezogen. Ein Magami. Wenn ich es gerade richtig gelesen habe. Ne, Inugami, Entschuldigung. Komm, ich guarde, dann kannst du deinen Angriff zeigen. Feueratem. Okay, das ist cool. Jetzt kann ich dich vernichten. Ramassa! Und Hammer. Wo ist er denn jetzt eigentlich? Ganz weit da hinten. Okay. Okay.
Der nächste Hund will was von mir. Ja, ja, bell du mich nur an. Ich mach Wuff Wuff zurück. Oh! Mit Hammer. Ein Einzelner. Perfekt. Dann zeig mal. Eis. Ja, ist ja dann wohl klar, mit wem ich angreife. Sturmlied. Und nix. Ich gehe auf Magie. Okay, er hat Fluchreduktion gelernt. Dafür kam ein Berserker-Gott weg. Tau heilt mich ja immer wieder. Deswegen ist es nicht schlimm, wenn ich einen Schlag kassiere. Ich wollte meine Kollegin hier schlagen. Unheils-Sutra, was für Liana! Sie darf auch mal ein Level-Up kriegen. Also, ein Fähigkeits-Up. Die kann man nur maximal auf 9 steigern. Soweit ich weiß. Okay, da ist eine geheime Höhle. Da gehen wir zuerst rein. Da sind sehr viele Wuffis drin. Aus! Böse Hunde! Ihr kriegt keine Leckerchen. Ist ja einfach nur ein Kletterparcours. Das ist nicht mal ein schwerer. Ach du Kacke. So. Ich habe das jetzt mal übersprungen, wie ich an dem vorbeischleich. Daumen leuchtet. Das heißt, da muss man irgendwie hinkommen. Oder sie wollten einen coolen Effekt haben. So, Kiste. Inogami-Essenz. Wow, ich habe mich für eine Hunde-Essenz hier hochgeprügelt. Und da kommt man nicht mal dran. Okay, einmal den Weg zurück. Okay, da bin ich draußen. Was erwartet mich da auch, Wuffies? Ich renn mal an euch vorbei. Verdammt! Immer diese Hunde, die Katzen jagen müssen. Okay. Sehr schön gewesen, wenn hier ein Drachenlinienquell ist. Da komme ich noch dran. Kopflose Reiter? Inkubus. Da vorne ist was Blaues. Da ist auch ein Drachenlinienquell. Ich versuche mich da noch durchzuboxen. Okay, da oben will ich auf jeden Fall, glaube ich, einmal drauf, falls es geht. Das ist ein Ort, an dem man nicht draufkommt. Die Oni ignoriere ich. Ach nee, von da kam ich ja, ne? Noch eine Lianensimpel-Essenz. Warum kriege ich die von der so häufig? Warte mal, aber ich kann mal von so, von oben aus gucken. Okay. Nichts Besonderes da. Kann ich ja weiterrennen. Die kopflosen Reiter würde ich eigentlich schon gerne einmal bekämpfen. Allein schon, um zu gucken, was die können. Aber erst muss ich hier drunter gucken, ob sich hier niemand versteckt. Kommt her. Ich gehe auch extra... Oh, das sind keine kopflosen Reiter. Wie heißt ihr denn? Beref. Ich gehe mal auf die Jack-O-Laternen zuerst. So, Guarden. Mamudo. War mir schon irgendwie klar, dass er dagegen eine Resistenz hat. Oh, die sind beide schwach gegen Eis.
Ja, komm, dann mach deinen Zug. Okay, er piekst einfach nur. Ich will dich mal bequatschen. Eine furchtlose Unternehmung, das stimmt. Um etwas zu beschützen. Okay, war nicht die richtige Antwort. Panzerbrecher, da kann bestimmt... Ja, Abwehr senken. Komm, versuch es nochmal. Einen Handschlag anbieten. Ein Zeichen meiner Freundschaft. Ist ja gut, ich verklopp dich. Ich versuche den Offscreen zu holen. Auch wenn mir momentan eh der Platz fehlt. Ich hätte jetzt eine Abwehr gegen Physisches erwartet. Aber egal. Berif dachte anders. Okay. Da ist noch jemand. Ein Sandmann. Hm, gib mir mal. Ein Lebensstein, den kannst du behalten. Ja? Das sind Fahrzeuge. Damit fährt man. Muss man sich nicht selber bewegen. So. Und dann speichere ich gleich nach der Folge erstmal hier. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Abo und ein Like da lassen. Wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Mal wieder. Ich mache dann hier weiter. Tschüss.